Um der Satire alle Freiheit einzuräumen, fordern einzelne Politiker nach den Morden in Paris, Blasphemie in Deutschland nicht mehr zu bestrafen. Der evangelische Rechtsanwalt Ingo Friedrich hält es nicht für notwendig, den entsprechenden Paragraphen 166 des Strafgesetzbuches beizubehalten. Ich glaube an einen Gott, der jede Art von menschlicher Beleidigung aushält, ja, sich sogar bis zum Tode hat beschimpfen lassen. Die Kirchen täten besser daran, aus vollem Herzen Christus zu suchen, als durch fragwürdige Strafvorschriften ein Kultchristentum zu bewahren, sagte das Mitglied der Initiative Christ und Jurist der evangelischen Nachrichtenagentur IDEA. Dem widerspricht der frühere Leiter des kirchenrechtlichen Instituts der IKD, Axel von Kampenhausen. Nach seinen Worten zielten die brutalen Morde von Paris mit der Pressefreiheit auf ein zentrales Stück der demokratischen Ordnung. Dagegen müssen wir uns rüsten, aber nicht durch Änderung oder Abschaffung der Strafbestimmungen über die Gotteslästerung. Der christliche Verlag Gerd Medien aus Aslar bei Wetzlar hat die Auslieferung eines Buches gestoppt, in dem ein amerikanischer Junge behauptet, während er im Koma lag, hätte er Jesus im Himmel getroffen. Der internationale Bestseller Der Junge, der aus dem Himmel zurückkehrte, ist nach Angaben des Titelhelden und Co-Autors Alex Malarkey frei erfunden. Mit Bestürzung haben wir zur Kenntnis genommen, dass Alex Malarkey sagt, er habe sich als Kind die Geschichte um seine Erlebnisse im Himmel nur ausgedacht, teilte Gerd Medien IDEA mit. Malarkey hatte öffentlich erklärt, ich habe die Geschichte nur geschrieben, um Aufmerksamkeit zu erregen. Das Buch hatte in den USA 16, in Deutschland 6 Auflagen. Wer von Gottes Liebe ergriffen ist, der kann auch zur richtigen Zeit über die Hölle reden. Diese Ansicht ist Detlef Krause, der Direktor der Liebenzeller Mission. Sehen Sie dazu einen Kommentar von ihm. Umgangssprachlich sagt man, der Ton macht die Musik. Wenn man über die Hölle reden möchte, dann ist es entscheidend, dass man erstmal die andere Seite wirklich begriffen hat und davon ergriffen ist. Das heißt, dass man verstanden hat, wie sehr jeder Mensch von Gott wertgeschätzt und geliebt ist. Und dass Gott sich auf den Weg gemacht hat, diesen Menschen zu suchen, dass Christus ans Kreuz gegangen ist. Und wenn man selber von dieser Liebe Gottes so ergriffen ist, dann finde ich, dann kann man auch über das andere reden, nämlich dass ein Mensch sich einmal nach seinem Leben vor Gott mit seinem Leben verantworten muss. Und dass, wenn er Christus nicht hat, der für ihn stellvertretend gestorben ist, dass das natürlich Konsequenzen hat.